Auch in der heutigen Zeit hört man noch so Ausdrücke wie: Ich habe mir den Alpha-Rüden des Wurfes ausgesucht oder mein Hund ist äußerst dominant und ähnliche Ausdrücke. Ja, meine Meinung dazu bekommst du gleich in diesem Video. Geht gleich los. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, dieses Thema ist doch in der heutigen Zeit auch noch recht aktuell. Also zumindest begegnet es mir so gut wie täglich, dass dieser Ausdruck Dominanz gebraucht wird. Und meistens ist es dann in Zusammenhang mit irgendeinem Fehlverhalten, was ein Hund zeigt. Also als Beispiel, wenn jetzt ein Welpe vielleicht sogar ein bisschen auffällig schon in die Hände von dem Besitzer reinschnappt, in die Hosenbeine und solche Geschichten. Beim erwachsenen Hund dann oft auch in den Zusammenhang, dass er, ja, sagen wir mal vorsichtig, unkompatibel ist mit anderen Hunden, weil er halt sofort anfängt, irgendwie da Stress zu machen und ja, andere vielleicht runterdrücken möchte und all solche Sachen. Und ja, da ist es mir einfach ein Bedürfnis, dass ich dazu meine Meinung mal äußere. Für mich gibt es dieses Wort Dominanz jetzt im Zusammenhang mit dem Hund eigentlich erstmal vom Prinzip her nicht. Es gibt, sagen wir mal, unter Hunden gibt es eine, sagen wir mal, situationsbedingte Dominanz. Sprich, wenn ich jetzt mal bei meinen beiden bleibe, wenn Digger irgendwie was hat, was Ria auch gerne hat, dann würde sie zusehen, dass sie ihm das abnimmt. Also relativ kompromisslos, aber jetzt auch nicht so, dass sie gleich auf ihn losgeht. Bloß sie ist in dem Moment da die Chefigere. Nur als ein kleines Beispiel jetzt. Wenn das auch noch mit gewissen Hunderassen jetzt gekoppelt ist, dieses Thema, mein Hund ist dominant, dann ist es meistens bei Hunderassen, wo man jetzt schon in der Rassebeschreibung, wenn man sich halt schlaue Bücher über die eine oder andere Rasse holt, schon drin steht. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel von vielen raus. Akita, bleiben wir bei dem. Da steht dann meistens schon drin, sehr eigenständig, weil eben gezüchtet ursprünglich mal zur Jagd und dann eben noch zur Jagd auf Bären und was weiß ich denn. Und dass diese Rasse ja schwer erziehbar wäre, weil sie halt sehr eigenständig ist. So, und solche Hundebesitzer, die ergeben sich meistens dann auch ja, ziemlich leicht in ihr Schicksal und haben schon gleich, ja, bevor sie überhaupt versucht haben, den Hund zu erziehen, eigentlich schon aufgegeben mit der Erklärung, ja, die sind halt sehr dominant. Das habe ich schon öfters gehört. Ist aber so nicht richtig. Also jeder Hund kann Regeln lernen, wenn er dann Regeln auch beigebracht bekommt, ne? So, und das noch Blödere an solchen Situationen, das ist halt, du hast nur einmal die Chance, einen Welpen vernünftig zu erziehen. Wenn der dann schon erwachsen ist, ist es immer schwieriger, gerade weil er eben schon gewisse Erfahrungen gemacht hat, nach dem Motto, ich knurr dich an und du gehst zurück. Sowas merkt sich ein Hund schnell und er wird diese Taktik dann noch später immer wieder einsetzen, weil es halt Erfolg gebracht hat. Bei den meisten Hunden ist das aber wirklich, das wäre die absolute Ausnahme, dass sich ein Hund wirklich dann aggressiv zeigt. Einen eigenen Willen zu haben, ist ja insofern nichts Verkehrtes und nichts Verwerfliches. Das ist ja eigentlich das, was man anstreben sollte, weil wir wollen ja unsere Hunde jetzt nicht brechen in dem Sinne, dass sie da jetzt diesen ja auch viel beschriebenen Kadavergehorsam haben, sondern wir wollen ja, dass er das, was er denn jetzt macht oder was er halt dann auch gelernt hat, nicht zu tun, dass er das einfach kapiert hat und dass er das auch dann insofern einhält als bestehende Regel. Und so soll die Erziehung dann ja eigentlich laufen. So, was nicht unter Dominanz fällt, das sind halt solche Sachen, dass jetzt ein Welpe auf die Idee kommt, in die Hosenbeine zu beißen oder wenn man ihm halt, was ja auch dann wirklich oft passiert, auch noch ständig dann eben mit seinen Händen da irgendwo rumfuchtelt, dass er dann anfängt, in die Hände reinzuschnappen, das kann man ihm auch nicht als Vorwurf machen. Dass ein Hund meinetwegen an der Leine zieht, hat auch nichts damit zu tun, wie selbstständig er jetzt denkt, wie charakterstark und wesensfester ist. Selbst der ängstlichste Hund wird an der Leine ziehen wie doof, wenn halt gerade nichts los ist, wenn man ihm nicht sagt, was er denn stattdessen zu tun hat. So, wie als nächstes dann, ja, wie gehe ich denn jetzt damit um? Also wie ist das jetzt wirklich zu sehen, wie ein Hund sich verhält? Und damit machen wir gleich weiter. Ja, und auch etwas, was ich leider auch noch wirklich für mich gefühlt viel zu oft höre, das sind so Begriffe, du musst ihn dann dominieren. Also das ist dann das Nächste. Wenn der Hund das nicht macht, du musst ihn auf alle Fälle dominieren.
du sollst der Rudelführer sein und was weiß ich denn, wird auch von einem, naja, ich glaube von mit dem bekanntesten sogenannten Hundetrainer, eigentlich ja Hundeflüsterer, immer noch eben auch offen im Internet und auch halt im TV gepredigt. Du musst der Chef sein, du bist der Rudelführer, der Hund darf nicht vor dir gehen und all so eine Geschichten an der Leine. Der darf eigentlich gar nichts machen, hat sich bloß immer unterzuordnen. Auch Begriffe wie Alpha-Rolle oder Alpha-Wurf, das war mir ganz lange Zeit überhaupt gar nicht bekannt. Einmal, wie ich das gelesen habe im Internet, habe ich gedacht, was meinen die jetzt damit? Ja, ganz lustig. Ja, eigentlich ganz schrecklich, aber gut, dazu kommen wir jetzt ja. Immer noch wird auch ganz häufig das Beispiel der Wölfe gebracht. Also die würden solche Sachen angeblich machen. Also die würden sich da jetzt nur noch dominieren, jetzt die ganze Zeit. Einer ist der Alpha-Wolf, einer hat die Arschkarte, ist der Omega-Wolf und dann gibt es noch so ein paar, die dazwischen irgendwie rumlungern. Alles wirklich ganz, ganz großer Käse. Kannst du eigentlich komplett in die Tonne kloppen. Das ist absolut ganz weit weg von der Realität. Erstmal allein schon, weil unsere Hunde mit Wölfen nicht mehr gar so viel gemein haben. Und dann, weil die Leute, die sich diese Dominanztheorie da aus dem Ärmel geschüttelt haben, die haben das praktisch zusammengeschrieben am Beispiel von Gehegewölfen. Und da ist nun mal ein ganz großer Unterschied zu dem, was in der freien Natur eben stattfinden würde. Gehegewölfe sind in den seltensten Fällen wirklich so, wie es in der freien Natur wäre, nämlich Vater, Mama und die Kinder oder auch eben dann aus verschiedenen Generationen schon die Kinder, sondern es sind zusammengewürfelte Wölfe, die da jetzt ein neues Zuhause bekommen haben in einem relativ ja schon eng abgegrenzten Bereich, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein normales Wolfsrudel eine normale Revierausdehnung hat von mindestens 20 Quadratkilometern, eher sehr viel mehr. Das ist natürlich auf meinetwegen einem Hektar, wenn es denn ein großes Wolfsgehege ist, überhaupt nicht möglich, dass man da auf irgendwelche Schlussfolgerungen kommt, weil die können sich nicht aus dem Weg gehen, da gibt es immer Streitereien und vor allen Dingen, sie sind nicht unbedingt verwandt und das ist der Riesenunterschied. Wenn du dir einen Hund holst, dann bist du jetzt eigentlich dann nicht dann sein Rudelführer, sondern bist du eigentlich sein Ersatzelternteil, sag ich mal. Wenn ihr eine Familie habt, seid ihr die Ersatzfamilie für diesen Welpen. Und da gehört es dazu, dass der Welpe lernt, dass er Regeln beachten muss. Meine Regeln, die in meinem Haus gelten, die auch für meine Kinder gelten, also für meine Menschenkinder gelten. Genauso wird der Hund so erzogen, dass er meine Regeln akzeptiert. Du springst nicht auf den Tisch, du fragst, wenn du was zu fressen haben möchtest und reißt es mir nicht aus der Hand. Wenn ich dein Spielzeug haben möchte, ich gebe es dir zwar schon wieder, aber du musst es mir geben, wenn ich das haben möchte. Das alles hat nichts mit Dominieren zu tun, sondern das sind Regeln, die ich aufstelle. Was man da sonst dann angeblich machen soll, wenn der Hund sich dann jetzt mal auflehnt, dass man einen Welpen, um diese Beispiele mal abzuarbeiten, im Nacken packen soll und soll den schütteln, weil die Mutter würde das auch tun. Ganz übel. Also die das geschrieben haben, die haben sicherlich noch nie auch nur eine Mutter mit ihren Welpen erlebt, weil dann wissen sie, das findet nicht statt. Eine Hündin schüttelt ihre Welpen nicht, weil wenn ein Hund einen anderen Hund im Nacken packt, beziehungsweise sagen wir einfach mal ganz generell ein anderes Tier, und das heftig schüttelt, dann will der dieses Tier umbringen. Das ist Tötungsverhalten. Das ist, was ein Hund macht, wenn er jetzt meinetwegen ein Kaninchen abschüttelt oder eine Katze oder also irgendwas, was er umbringen möchte. Es hat nichts mit irgendeiner Bestrafung zu tun. So, und das ist, um das weiterzuführen, das ist ganz, ganz übel, wenn das einem Welpen passiert bei seinem Besitzer. Meistens wegen Kleinigkeiten, sag ich mal so. Der Welpe hat es jetzt so geschafft, einen Schuh zu erobern und hat dem jetzt schon die halbe Hacke weggekaut. Und dann kommt der Besitzer ins Zimmer reingestürmt, sieht das, brennt auf den Hund drauf zu, packt den im Nacken und schüttelt den und sagt ihm, was ist das? Dann wird der Hund im Leben nicht davon verstehen, dass der jetzt den Schuh nicht hat fressen dürfen, sondern der wird jedes Mal, wenn der Besitzer in den Raum reinkommt, wird der Todesangst haben, weil er jetzt wirklich denkt, das geht jemands Leder. Ne? Stell dir das mal vor, dieser Vertrauensverlust eigentlich und dieses eigentlich völlig sinnlose Verhalten, weil der Schuh ist schon kaputt.
Ne? Wenn du strafen möchtest, was heißt strafen? Wenn du dem Hund eine Regel erklären möchtest, dann musst du das machen, wenn er sich für den Schuh interessiert und nicht, wenn er den schon halb aufgefressen hat. Ne? Erstes Beispiel. So, weitere Folgen. Nächstes. Allgemeines Beispiel, was man, wenn man Hundebesitzer ist und da spazieren geht, wo andere spazieren gehen, täglich erleben kann. Der Hund bekommt eigentlich gesagt, er soll nicht weglaufen, aber er läuft halt los, weil er einen anderen Hund sieht, weil er Menschen sieht, weil er Wild sieht, keine Ahnung. Er läuft halt los, obwohl er gerade gesagt bekommen hat, er darf es nicht. Deswegen ist er nicht dominant, weil er sich da jetzt eigensinnig zeigt oder ignorant verhält nach dem Motto, so ist mir doch egal, was du da von mir willst, ich renne einfach los, sondern der ist schlichtweg schlecht erzogen. Der ist noch nicht da, wo er eigentlich hin sollte, dass er Regeln, die gesetzt werden, auch einhält. Und vor allen Dingen macht er das halt nicht, weil ihm gar keine Regeln gesetzt wurden, weil sonst würde er sich ja dran halten. Ne? Weil das ist allen Hunden gemein, wirklich allen Hunden gemein. Also ganz, ganz selten, dass es Hunde gibt, denen wirklich alles scheißegal ist. Also habe ich so wirklich noch nicht erlebt, muss ich sagen. Und ich glaube, ich habe jetzt schon wirklich hunderte Hunde gesehen und erlebt, auch längere Zeit. Und das ist einfach, das ist mir so wichtig, dass die Leute das begreifen, dass sie einfach nicht immer für gezeigtes Fehlverhalten dem Hund die Schuld geben oder das auf seinen eigensinnigen Charakter schieben, sondern dass sie sich mal selbst an die Stirn hauen und einfach mal ja, zugeben müssen, dass sie in der Erziehung da noch nicht ganz bei 100% sind. Ne? Ja, dann der nächste Begriff, den ich jetzt dann mal eben abhandeln möchte, passt nämlich genau eigentlich in dieses Thema rein, also bei der Erziehung des Hundes, wenn es da halt, sagen wir mal vorsichtig, Schwierigkeiten gibt, also der Hund zeigt sich halt unwillig, der möchte meinetwegen keinen Platz machen, wenn jetzt die Leute das wollen. Und also zeigt sich da ignorant oder irgendwie sowas. Vielleicht fängt er sogar an, anstatt Platz zu machen, die Leute anzuspringen. Da weiß ich, wenn ich das sehe, dann weiß ich schon, dass etwas passiert ist, was ich jetzt dann beschreiben möchte. Und zwar diese sogenannte Alpha-Rolle, also Alpha-Wurf heißt das genau. Nicht, dass ich da was falsch sage, dieser Begriff ist so witzig, also vertue ich mich, tut mir leid. Dieser Alpha-Wurf, ja, soll bedeuten, also wenn der Hund sich da jetzt irgendwie frech zeigt oder unwillig oder mich halt jetzt anspringt, dann soll ich den mindestens auf die Seite, am besten noch auf den Rücken und ihm dann praktisch mit der Hand da so an die Kehle drücken und dann soll ich ihn dominieren, soll ich ihn, ja. Genau, so, das mache ich vielleicht einmal. Beim ersten Mal wird der Hund sich vielleicht wahrscheinlich ja sogar so tierisch erschrecken. Der wird das überhaupt gar nicht verstehen, was da jetzt gerade abläuft. Spätestens beim dritten Mal, wenn der Besitzer ansetzt, ihn wieder auf den Rücken zu drehen oder irgendwie sowas zu machen, wird er das wissen, dass das gleich passiert und wird sich dagegen wehren. Je nachdem, wie doll der Besitzer das mit seinem Hund jetzt da so betreibt, also ihm vielleicht sogar wirklich im Fell packt und ihn dann ganz unsanft, wirklich so zack, auf also ich habe da Videos gesehen, ich dachte, mir haut es einen Schalter raus, ne? Die haben dann dem Hund da die Beine gepackt und so weggezogen. Also wenn du das, wie gesagt, beim dritten Mal wird der Hund wissen, dass du ihm gleich an die Beine packst. Und dieser Hund wird dann sehr wahrscheinlich sich das nicht gefallen lassen, sondern er wird in die Hand reingehen nach dem Motto, hey, pack mich nicht so an, ne? Also wird sich dagegen wehren. So, das führt dann meistens dazu, dass die Besitzer meinen, sie müssten das noch rabiater durchführen, was mit einer noch rabiateren Gegenwehr dann eben gekoppelt ist. Und so steigert sich das so, dass es letztendlich ist, ich habe den Alpha-Rüden aus dem Wurf gehabt. ganz großer Käse. Dann, um es noch komplizierter zu machen, wird dieser Begriff, mein Hund ist dominant, auch noch oft, also nicht nur für diese Mensch-Hund-Beziehung eben verwendet, sondern auch für die Hund-Hund-Beziehung. Sprich, wieder Beispiel aus dem erlebten Alltag, ein, sagen wir mal, junger, meinetwegen Jagdhundrüde, nehmen wir mal die Rasse Deutsch-Drahta, relativ sozial kompetent gleich null, weil er keinerlei Gelegenheit hat, sich mit anderen Hunden auseinanderzusetzen, ist aber halt vom Testosterongehalt schon also voll dabei, ist halt erwachsen und trifft jetzt beim Spaziergang auf einen anderen Rüden. Muss nicht unbedingt gut gehen, sage ich mal. Ne? Also je nachdem, wie charakterfest die so sind, kann das sein, dass die beiden sich dann vielleicht sogar das Beißen kriegen. Also je nachdem, wie geschickt sich die Besitzer dabei verhalten. Deswegen ist der nicht dominant, sondern der ist einfach bloß sozial inkompetent.
aufgrund mangelnder Erfahrung. Aber das hat nichts mit irgendeiner Dominanz zu tun oder irgendwie so, ne? Das ist ein Blödsinn, den hört man auch jeden Tag. Ja, und eine Sache, die man jetzt dann auch noch im Internet eben finden kann, wenn man nach, sagen wir mal, Lösungsansätzen sucht, dass mein Hund halt seine angebliche Dominanz gar nicht erst so ausspielt. Das ist auch gerne dieses Beispiel, dass man immer als Erster dann eben durch die Tür gehen soll und nicht der Hund. Also davon hinge jetzt praktisch das Leben ab, dass, also wenn der Hund jetzt einmal praktisch als Erster durch die Tür durchgeht, dann kannst du das gleich vergessen, weil dann nimmt er dich nicht ernst und er wird nie kapieren, dass du der Chef bist. Ist natürlich auch großer Schwachsinn, weil ich meine, junge Hunde, die sind neugierig und die haben das schon begriffen, dass das im Garten bzw. außerhalb vom Haus ein bisschen mehr was abgeht und das interessiert die, da wollen die hin, ne? Die können nicht abwarten. So, und damit hast du eigentlich auch schon das Rätsels Lösung. Ich mache das schon auch gerne, dass Leute den Hunden beibringen, dass sie nicht als Erster eben durch die Tür stürmen, aber nicht, um dem die Dominanz einzudämmen oder sowas, sondern weil sie diese Regel aufstellen sollen, ne? Weil das kann dem Hund tatsächlich das Leben retten. Wenn jemand kein eingezäuntes Grundstück hat und der Hund rennt praktisch vom Welpenalter an schon immer als Erster aus einer offenen Tür raus, kann das sein, dass er plattgefahren wird, ne? So, und jetzt kommen wir eigentlich schon ans wirklich Eingemachte. Wie du das eigentlich schaffst, dass du mit diesem angeblichen großen Thema Dominanz überhaupt nichts zu tun hast, wenn du halt Regeln aufstellst. Und es ist nichts einfacher, als dem jungen Hund zu erklären, dass er zum Beispiel nicht, bloß weil die Tür offen steht, da rausrennen darf. Das kann man dem auch nett zeigen. Da muss man nicht da jetzt wirklich mit Gewalt oder wie auch immer. Also muss man jetzt sowieso nicht, aber mit dem Welpen kannst du alles zeigen, der ist ja blank, ne? Der hat ja so wie ein weißes Blatt Papier, unbeschrieben oder so gut wie leer, vielleicht eine kleine Überschrift, das Leben von Johnny B. oder wie auch immer. Das bestimmst du, wie der Hund sich dann später verhält, ne? Dass ein ganz junger Welpe jetzt noch nicht alles können kann, ist ja logisch, aber sagen wir mal, in den ersten Wochen, da solltest du dir vornehmen, dass du deine Regeln ganz klar auch strukturiert hast und dass du die dann auch durchsetzt. Ne? Weil die Welpen, die machen damit. Das kann mir niemand erzählen, dass das mit seinem Welpen nicht passiert, weil ich weiß, wenn es nicht klappt, dann ist das einfach dann mangelndes Training. Ich sage das immer gerne so, wenn du ja, bei der Erziehung deines Hundes da möglichst gut sein möchtest, dann gibt es schon ein paar Grundbedingungen. Und zwar, du musst immer wissen, was du da so machst. Du darfst dich nicht von dem Hund da, also praktisch selber aufheizen lassen. Wenn er dich auf die Palme gebracht hat, dann hast du wirklich gewaltig was falsch gemacht. Wie in der Kindererziehung auch, also wenn man jetzt erstmal das Schreien anfängt, also von Schlagen möchte ich jetzt nicht reden, weil also das ist wirklich nochmal ein anderes Thema. Ja, dann hast du da eine ganze Menge an Konzept halt nicht besessen in diesem Moment. Was vielleicht mal sein kann, was ich mache mit jungen Hunden, wenn die das jetzt mal tatsächlich übertreiben, wenn sie jetzt wirklich da meinetwegen da sich völlig ungebührlich verhalten und mir da in die Klamotten reinbeißen oder sowas, dann drücke ich die nicht runter, sondern ganz im Gegenteil. Also ich nehme die dann tatsächlich vielleicht mal mit beiden Händen und so, als würde ich sie jetzt praktisch so ein bisschen so zusammendrücken, passt das? Wäre doof, wäre besser, wenn man das jetzt zeigen könnte. Aber auf jeden Fall nicht runterdrücken, sondern eher vielleicht mal so ein bisschen zu mir herholen. Nach dem Motto, so Freundchen, geht's hier noch oder was? Ne? Und warte ab, bis er sich wieder halbwegs eingekriegt hat. Das kann bei einigen auch ein bisschen dauern. Aber ich tue dem nicht weh im Moment, sondern ich lasse ihn einfach nicht weg. So, weil sowas, das sieht man tatsächlich auch mal bei Muttertieren, wenn man denn schon ein paar Würfe dann beobachtet hat mit der Mutter zusammen. Zumindest meine Erfahrung, und da sind schon ein paar Würfe gewesen. Wenn sich da ein Welpe ungebührlich aufführt, und da eben wieder noch ein kleiner Hinweis, der Mutter ist das scheißegal, ob die ihre Welpen da einen Schuh fressen oder einen Teppich ankauen oder Essen stehlen oder irgendwie Katzenfutter leer machen oder so, das ist ja egal. Sie wäre vielleicht sogar die Erste, die das macht. Weil das sowas ist ja kein Fehlverhalten für einen Hund. Ne? Das musst du ja erst mal lernen, dass das für Menschen wichtig ist, dass das nicht passiert. Aber das ist tatsächlich was, wenn die da das sind tatsächlich in Würfen, sind Welpen, sagen wir, vielleicht ein bisschen vorwitziger als andere. Und meine Erfahrung ist, die Mutter, irgendwann ist dann so ein Punkt erreicht, wo die Mutter dann halt nicht mehr so richtig zuguckt, sondern die geht dann dahin
Und dann krempelt sie sich den Spätzle da mal zur Seite. Die tut dem nicht weh, sondern die schubst den mit Pfoten und mit der Schnauze da mal so ein bisschen abseits. Und dann hält die den regelrecht her. Also die lässt ihn nicht weg, die beißt ihn nicht, die schüttelt ihn sowieso nicht. Das haben wir jetzt ja hoffentlich schon erklärt am Anfang des Videos. Sondern die lässt ihn nicht weg, bis der Welpe wirklich sagt so, okay Mutti, du bist die Chefin oder wie soll ich sagen. Und dann darf der sich wieder trollen. Und dann ist es wirklich ein Unterschied vom Verhalten von bevor die Mutter dieses kleine Experiment da gestartet hat und nachdem der Welpe das mit seiner Mama mal so erlebt hat. So ähnlich wie wenn man jetzt ein Kind zu einem sogenannten Mitarbeitergespräch da mal auf Seite nimmt, nach dem Motto, du, was du da jetzt gerade gemacht hast, das war absolut nicht in Ordnung. Ich bin nicht damit einverstanden, das war nicht in Ordnung. Wir haben gesagt, das soll so und so laufen, du hast dagegen verstoßen, finde ich nicht gut. Muss das Konsequenzen haben, aber mit Sicherheit nicht, dass man sich aufregt, weil dann hat ja das Kind einfach auch, wie soll das Kind dann begreifen, dass man da immer ruhig und sagen wir mal, beherrscht sein soll, ne? Wenn die Eltern dann anfangen würden zu schreien. Solche Ansätze hat ein Hund nicht, aber er sieht halt auch, was passiert. Oh ja, der Besitzer regt sich volle Kanne auf, wenn ich volle Kanne aufgeregt bin, deswegen wird er nicht ruhig, ne? Ist doch irgendwie einleuchtend, oder? Aber wenn der dann mal tatsächlich so, Freundchen, jetzt reicht's, wenn der Welpe sowas erlebt von seinem Besitzer, das ist etwas, was für die Erziehung halt unheimlich wichtig ist. Ne? Wenn er jetzt merkt, der will zwar gewisse Sachen, die ich vielleicht in diesem Moment noch nicht so sehe, aber der setzt das durch, ohne dass mir jetzt was passiert, aber so, dass ich jetzt merke, oh, ich glaube, ich habe eine Grenze überschritten, da hat der Welpe dann wirklich was von lernen können. Ne? Und das wird sich dann noch zeigen im weiteren Zusammenleben mit seinem Besitzer. Ja, mein Anliegen für dieses Video, das ist wirklich dieses immer noch in ganz, ganz vielen Hundebesitzerköpfen vorhandene gefährliche Halbwissen, dass die halt meinen, dass eine Mutter das mit ihren Welpen auch so macht, dass sie sie packt und schüttelt im Nacken, dass sie sie auf den Boden drückt und vielleicht sogar wirklich auf den Rücken dreht und sie dann an der Kehle festhält, dass sie sich da jetzt unterwerfen und all sowas. Ich will, dass das aufhört. Ich will, dass ich das nie wieder hören muss, ne? Wird wahrscheinlich schwierig, aber wenn ich nur einen davon jetzt erreicht habe, von denen, die das jetzt vielleicht immer noch meinten, ja, das ist so, macht die Mutter auch so, dann wäre ich schon zufrieden, dann hat sich das schon für mich super gelohnt. Alle anderen, die es besser wissen, haben hoffentlich auch noch da was von mitnehmen können und tragen das weiter in die Welt der Hundebesitzer und führen zur Aufklärung oder geben meinen Link weiter für meinen Kanal, wäre auch toll. Ja, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deinem Hund und wir sehen uns sicherlich wieder in einem meiner nächsten Videos. In diesem Sinne, alles Gute, deine Steffi.